Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, jetzt geht es gleich zu meinem DM-Haul, aber vorher möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Übernächsten Donnerstag sind wir ja schon in den Herbst und ich liebe den Herbst und ich werde September und Oktober werde ich für einzelne Videos hochladen, alles zum Thema Herbst. Es ist einfach meine Lieblingsjahreszeit und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen ein wenig begeistern, die zum Beispiel den Herbst nicht mögen. Gut, ihr Lieben, das ist jetzt erstmal so am Rande, damit ihr Bescheid wisst und wir fangen jetzt aber mal mit meinem DM-Haul an. Und zwar habe ich Folgendes mitgenommen. Einmal ein Deo von Nivea. Ich liebe Nivea. Ich habe, normalerweise hole ich immer alles von Balea, aber das war jetzt im Angebot und Nivea finde ich persönlich gut. Ich nehme auch die Hautcreme. Ja, und ich vertrage die sehr gut. Ich habe eine ganz trockene Haut und Nivea nehme ich schon, ich weiß nicht, seit Jahren. Oder Santina, genau. Gut, aber ich habe mir jetzt mal dieses Nivea Deo mitgenommen. Ich habe mal daran gerochen und ich finde, es duftet richtig, richtig toll. Und ja, natürlich duftet es mit. Dann kam einmal Toilettenpapier mit. Ich habe dieses tolle Motiv, habe ich gesehen und dachte mir, boah, das kannst du halt liegen lassen. Ich habe eh Klopapier gebraucht, Toilettenpapier. Und schaut euch das mal an. Ist das nicht süß mit diesem Känguru? Ich finde das so schön. Und das Motiv zeige ich euch jetzt mal, so wie das auf dem Toilettenpapier ausschaut. Total niedlich, oder? Ja. Ja, DM hat manchmal auch richtig schöne Motive auf dem Toilettenpapier und deswegen duftet das natürlich auch mit. Da wir jetzt eh Toilettenpapier gebraucht haben, kam das eigentlich jetzt genau richtig. Dann habe ich von Denk mit, habe ich hier diese WC-Duftspüler mal mitgenommen. Ich habe hier sonst immer die blauen und dann dachte ich mir auch, warum nicht? Passend zum Herbst, orange, grün, gelb, dachte ich, nehme ich das jetzt einfach mal mit. Und dann geht es weiter. Dann habe ich ein Shampoo gebraucht. Das ist Tropic Fantasy. Finde ich auch richtig toll. Ich habe daran geschnuppert. Ich hatte das ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gerade mal rausgeguckt. Die Leute gucken mich an. Die gehen hier spazieren und weg, macht die Selbstgespräche. Und ich finde, das riecht ganz gut. Ich muss es mal austesten, weil viele Shampoos, muss ich sagen, von Balea, obwohl ich diese Marke sehr liebe, machen die Haare sehr stumpf. Gut, dass es Spülung gibt, würde ich jetzt keine Spülung hinterher machen, würde ich so manche, also würde mein Haar es gar nicht vertragen. Gut, wie gesagt, einmal durfte hier dieses Shampoo mit, dann geht es auch gleich los, ein bisschen herbstlich, aber nur ein bisschen. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Haul noch drehen wollte und da habe ich das schon aufgemacht. Das ist so eine Tücherbox. Ich habe ja extra eine, wie soll ich sagen, wo man die Tücher reinmacht. Ne? So eine Aufbewahrung für die Tücherbox. Aber fürs kleine Badezimmer hatte ich jetzt keine. Und da wollte ich ein wirklich schönes Motiv. Und da habe ich hier dieses gefunden. Und mit diesem Eukalyptus, passend zum Herbst, richtig, richtig hübsch. Und ja, passt ganz gut ins Badezimmer und das durfte natürlich auch mit. Dann habe ich natürlich so hübsche Servietten gesehen. Also ich habe wirklich, ich kann an keine Servietten vorbeigehen. So viel können wir gar nicht aufbrauchen. Aber egal, ich fand die schön. Schaut euch das mal an. Oh, die sind doch so süß, das Motiv mit dem Eichhörnchen, was da noch drauf. Genau, die Tanne. Sieht aber eher so ein bisschen winterlich aus, oder? Aber ich denke, für den Herbst, ja, kann man das auch benutzen. Man weiß, ob ich es benutze oder ob es nicht wieder im
Schrank landet. Aber ich denke, wenn ich wieder Kuchen backe, ja, Herbstzeit ist immer so, wo ich viel backe. Und da kommt natürlich Familie und so weiter, dann so schön die Servietten auf den Teller platziert. Ja, ist doch eigentlich doch ganz herbstlich, finde ich ganz hübsch. Dann habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. Und zwar habe ich vor, ich habe jetzt zum einen hier diesen Pumpbehälter, habe ich mitgenommen. Und zwar ist das auch fürs Badezimmer. Dazu habe ich hier ätherisches Öl mitgenommen und das ist neu, das habe ich persönlich noch nicht im DM gesehen. Und zwar ist das Kiefernadel Lavandin, genau, Lavandin, heißt das nicht Lavendel? Kein, doch, da ist Lavendel drin, das ist wahrscheinlich nur so ein bisschen abgekürzt. Also ich nehme mal an, Lavendel, Orange und Tanne. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ich erkläre euch gleich, was ich damit vorhabe, wie das duftet. Das kann ich ja nicht einfach aufmachen. Ja, ich probiere ja gerne mal aus, ne, im DM, aber kann man jetzt nicht aufreißen. Okay, also vom Geruch her würde ich eher sagen Richtung Lavendel, sonst kriege ich da nichts raus. Ich dachte, man riecht ein bisschen Tanne und Orange, aber da ich Lavendel mag, ist es ja perfekt. Aber da hätten sie auch wirklich nur Lavendel draufschreiben können. Ja, irgendwie riecht es nur nach Lavendel, aber ich habe vor fürs Badezimmer, werde ich eine Creme herstellen mit Lavendel. Mal schauen, wann ich das mache. Jetzt habe ich überhaupt keine Zeit und auch keine Lust. Es soll ja 2 Wochen kälter werden, da werde ich das machen. Und zwar mit Kokosfett und was kommt da noch rein? Ach, ich habe das Rezept und Kräutern, genau. Und ein paar Tropfen von diesen ätherischen Ölen kommt da rein und das ist dann auch fürs Badezimmer. Dann werde ich hier noch einen Aufkleber drauf machen und dann ja, da drauf schreiben, was es genau ist. Und das kommt auf jeden Fall auch ins Badezimmer. Ja, wie ihr sehen könnt, rüste ich mich schon so langsam auf für den Herbst. Ich liebe den Herbst, wie gesagt. Und ja, das war's erstmal mit dem Haul. Es kommen wirklich richtig schöne Videos. Ich werde ganz tolle Videos für euch drehen. Alles zum Thema Herbst. Und es wird Backvideos geben, Kochvideos. Es werden Vlogs geben, es werden... Ich werde euch Deko-Tipps geben, wenn ihr die annehmen möchtet, ja, wenn ihr Lust habt. Es gibt natürlich wieder meine Herbsthaustour. Es werden ein paar Kooperationen mit anderen YouTubern stattfinden. Es wird also richtig schön und das Ganze wird abgerundet mit einem Halloween-Haul. Aber bis dahin dauert es ja noch ein wenig. Ja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Aber wie gesagt, erst übernächsten Donnerstag fängt das Ganze an. Nächste Woche Dienstag gibt es noch mal ein Haul. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ja, also bleibt schön bei mir. Wenn ihr Dekoration, wenn ihr den Herbst liebt, wenn nicht, werde ich es versuchen, euch schmackhaft zu machen. Und ja, jetzt werde ich mal nicht so viel quatschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wir haben heute Donnerstag. Ein paar Tagen ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Dienstag mit einem Haul und Donnerstag geht es endlich los. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, bis dann. Abonnieren nicht vergessen, Däumchen nach oben. Und über einen lieben Kommentar freue ich mich natürlich sehr. Ciao, ciao.